Hallo Leute, ich habe ja in meinem letzten DM-Haul, letzte Woche war es glaube ich, ja es war letzte Woche, gezeigt, dass ich mir diese Augenbrauen- und Wimpernfarbe gekauft habe und dass ich mir gerne die Augenbrauen färben möchte. Die Wimpern mache ich mit Absicht nicht, weil ich das mal beim Kosmetiker habe machen lassen und war nicht ganz so zufrieden, weil ich musste sie trotzdem tuschen und die sind kürzer geworden davon. Auf jeden Fall haben meine Wimpern es nicht so gut vertragen. Aber Augenbrauen wollte ich unbedingt mal ausprobieren und ich habe gefragt, ob ihr ein Video dazu sehen wolltet. Viele haben gesagt, ja, gerne. Viele haben sich auch überlegt, ob sie sich die Farbe aus dem DM schon kaufen sollen. Manche haben auch gemeint, nee, die Farbe ist nicht so gut, lass es lieber. Aber ich habe gedacht, jo, Augenbrauen male ich sonst eh jeden Tag nach und viel schlimmer kann es nicht werden. Von dem her teste ich das jetzt mal mit euch zusammen. Ich habe immer gedacht, dass eine so eine Packung für eine Anwendung ist, aber es ist für 12 Anwendungen. Und zwar sieht das Ganze so aus, wenn es kommt. Ich habe es jetzt schon benutzt, deswegen ihr seht gleich den Teil, wie ich das gemacht habe. Und zwar ist hier so ein kleiner Minikamm drin. Dann sind zwei Q-Tips drin. Dann sind so Dinger hier zum Wimpernfärben, die man so unten drunter klebt. Aber das mache ich ja eh nicht, deswegen brauche ich die auch nicht. Nummer 2 ist so ein Gel. Also es geht so in zwei Steps quasi. Und die Nummer 1 ist so eine Lösung. Und jetzt kommt das Video, wo ich euch zeige, wie das funktioniert. Das sind meine Augenbrauen vorher und was ich jetzt mache, ist, ich nehme den zuerst Nivea Soft und mache mir das um die Augenbrauen außen rum mit einem Q-Tip, damit da einfach die Farbe nicht angenommen wird von der Haut und ihr eure Augenbrauen in einer schönen Form danach habt und eure Haut nicht versaut habt außen rum. Dann nehmt ihr das Fläschchen mit der 1 drauf, das ist die Lösung, macht es auf einen Q-Tip und tränkt damit eure Augenbrauen. Und wenn ihr damit fertig seid, solltet ihr das auf jeden Fall eine Minute lang einziehen lassen. Je nachdem, wie braun ihr eure Augenbrauen dann haben möchtet. Dann nehmt ihr diese Tube, wo die 2 drauf steht, macht davon ein bisschen was auf euren Kamm und macht es so über die Augenbraue, wie ich es gerade mache. Und ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen erschrocken, weil es dann doch schon sehr, sehr, sehr dunkel war. Und guckt, dass ihr auf jeden Fall alle Haare erwischt und das ist dann das, was eure Haare quasi im Endeffekt wirklich färbt, in Verbindung mit der Lösung zusammen. Das habe ich dann direkt danach, wenn alles drauf war, mit einem Abschminktuch wieder abgenommen und ihr könnt ruhig ein bisschen an der Augenbraue rubbeln, das bleibt alles an dem Tuch hängen und ihr solltet wirklich alles, was ihr auf der Augenbraue habt, runterkriegen, sonst färbt sich das nämlich noch weiter ein und dann kann es sein, dass es sehr dunkel wird. Und so sehen meine Augenbrauen jetzt danach aus. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es aussieht am Schluss. Und ich muss schon sagen, dass es ein krasser Unterschied ist, weil man meine Augenbrauen vorher so... Man hat sie schon gesehen, aber es waren jetzt nicht so wirklich Augenbrauen. Und ich muss sagen, nach dem Färben hat man wirklich Augenbrauen gesehen. Ich habe sie zwar jetzt hier nachgezeichnet, auch damit es euch nicht direkt auffällt am Anfang des Videos. Aber ich muss sagen, man muss wirklich nur noch so ein paar kleine Lücken hier am Rand auffüllen. Und sonst klappt es super und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich eigentlich ohne gemachte Augenbrauen dann aus dem Haus gehe. Also ich gehe auch so ungeschminkt raus, aber egal, ihr wisst, was ich meine, ne? auf jeden Fall bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt noch kein anderes Produkt für die Augenbrauen ausgetestet zum Augenbrauenfärben. Aber ich muss sagen, dass ich hiermit sehr zufrieden bin. Und um nochmal zu sagen, nein, das ist kein Product Placement. Bevor das jetzt wieder irgendjemand in die Kommentare schreibt, ich habe das selbstständig beim DM gekauft. bekomme auch nichts dafür oder irgendwas. Ich fand es nur einfach mal interessant, weil das sowas ist, wo ich jetzt nicht so viel damit zu tun hatte vorher. Und habe gedacht, dass das vielleicht einige von euch interessiert. Und von mir bekommt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn man sich die Augenbrauen mal färben möchte. Und das war's auch schon. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!